Und da hat's auch geladen. So, nun machen wir weiter mit Verzierde. Ja, wir müssen das ganze Ding noch ein bisschen schöner machen. Dazu gehen wir hin. Hier haben wir Verzierde. Als erstes hätte ich gerne hier mal so eine Palme. Palme, ja, haben wir Palme. Hier am Start. Nee, ich habe eine coole Rede hier. Also machen wir das jetzt so. So, das sieht doch schon mal geil aus. Und drumherum, um den Start, pflanzen wir jetzt hier noch sowas. Nee, das sieht jetzt blöder aus. So, das wollte ich so haben. Und nun gehen wir wieder da drauf. Hier haben wir nämlich noch ein Siegertreppchen, wo nachher der Endscreen landet. Den machen wir irgendwo cool hin. Ja, genau, da habe ich was Cooleres vor. Dazu muss ich kurz gucken. Ja, das steckt jetzt hier drin. Und zwar die Häuserblocks. Und dann machen wir hier das Ganze mal so. Ja, das ist okay so. Und machen hier jetzt mal so einen Gebäudeturm. Und dass wir hier noch so verschwenderisch sind, pflanzen wir hier noch Palmen mitten rein, die nie jemand zu Gesicht bekommen wird. Das erleichtert alles. Von wegen, wir bauen hier keine Verzierde ein. Also, komm, das könnte vielleicht jemand anders verzählen, aber nicht mir. So, dann machen wir hier mal so eine Brücke rein. Sieht ein bisschen cooler und besser aus, wenn wir hier alles auffüllen. Dann machen wir hier kurz so einen kleinen Bauabschnitt. So, das Ganze hier noch einmal. Wie hoch sind wir denn eigentlich zur Strecke noch nicht so wirklich hoch? Ich wollte eigentlich so etwa auf die Höhe kommen, aber das ist, glaube ich, ziemlich hoch. Ach, egal, was soll's. So, setzen wir das Ding einfach hier oben drauf, so als dass wir hier so eine Art Terrasse haben, so Aussichtsplattform. Meine Güte, mein Sprachvermögen hört jetzt auch schon wieder auf. So, dann haben wir hier so einen hübschen kleinen Turm. Genau. Was jetzt auch noch neu ist, ist diese Straße, heißt sie. Hier heißt es Straße. Also ich glaube, das ist auch noch ein leichter Fehler. Es sind zum einen hier die Lampen und hier haben wir die Lautsprecher. Warum es darunter Straße heißt, weiß ich nicht. Man kann zwar damit eben so rein bauen, aber eine Straße sieht anders aus in meinen Augen. Aber was soll's? Wir pflanzen jetzt hier erstmal das Siegertreppchen noch drauf. Und zwar mit Blick so hin. Oh, das war nicht gut. Jetzt zurück. Das muss eins höher. Ups. So ist besser. Weil dann haben wir hier so einen schönen Blick rein. Und dann gehen wir nochmal auf diese Dinge hier. Machen das Ganze hier noch ein bisschen beleuchteter. So, denn wir haben ja Abendzeit gewählt, also daher kann man das Ding dann schon so ein bisschen lassen. Die einzige Frage nur, jetzt müssen wir kurz mal hier hinsetzen. Okay, das sieht scheiße aus. Gleich wieder weg damit, ne? Aus Automodus wieder raus, dann hätte ich gerne hier mein Radiergummi.
Muss ich gucken, dass ich nicht so viele Dinge lösche. Denn wenn ich hier jetzt was weglösche, dann zuckt das Spiel kurz. Nein, ja, genau, jetzt ist. Ah, okay, Glück gehabt. Jetzt habe ich schon gedacht, ich hab hier so ein Teil gelöscht von dem Haus. So, jetzt machen wir hier mal so eine große Skulptur noch mitten rein. Na, Kamera, lass dich drehen. Wo pflanzen wir die hin? Hier haben wir noch Platz. So, einfach schön. Ne, warte, ich muss ja die hier verwenden. Dann passt das. So, schön hübsch hässlich reingepflanzt. Dann, was haben wir denn noch? So einen roten Bunker. Also, das sind die Teile. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Das ist nämlich der Bunker an sich. Dann haben wir hier nur ja, Stützen, Verankerungen. Und hier haben wir eine Werbetafel. Das sieht nur so ein bisschen auf dem Vorschaubild, finde ich, blöd aus. Aber nee, lassen wir das. Das passt jetzt hier nicht rein. Wir machen hier noch so ein Ding irgendwo rein, wo wir Platz haben. Hier fahren wir so rum. Das heißt, wir pflanzen das dahin. Dann das entgegenkommende Stück noch dahin. So. Und ja, was haben wir denn noch Hübsches? Ach ja, wir dekorieren hier drin die Steilwandkurve noch ein bisschen aus. So. Genau. Bisschen Deko ist ja immer schön, ne? Und da kann man mal so ein Auge zudrücken. Jo. Gut, dann was haben wir denn noch ein bisschen Hübsches? Ich muss gerade, glaube ich, feststellen, dass wir noch viel zu wenig Checkpoints verbaut haben. Das heißt, wir müssen hier unbedingt noch ein paar Checkpoints bauen. So. Da können wir schlecht einen hinbauen. Doch, wir können einen hinbauen, indem wir die Leute, die das farmen, hier hinlocken. Und dann machen wir einen Checkpoint. Hier gibt es keine. Die gibt es hier bei den Loops. Das ist schade, dass es hier von dem Viereckblock noch keinen einzelnen Checkpoint gibt. Der war scheiße. Oder? Sieht das nur so beknackt aus? Ach, sieht nur beknackt aus. Okay. Dann haben wir hier jetzt einen Checkpoint drin. Ja, lassen wir die Straße und so an sich. Das ist ja kackegal. Und wir können auch da oben ein bisschen Verzierde reinbauen in die viereckigen Blöcke. Hier können wir zum Beispiel so eins einbauen. Dazu muss ich hier die Dinger löschen. Da bauen wir noch so eins ein. Hier bauen wir noch eins rein. So, da hinten bauen wir zum einen mal das hier ein. Dass sie nicht auf die Versuchung kommen, irgendwas hier zu tun. Hier pflanzen wir so einen Hubbel ein. Und da machen wir das so in dreifach. Ja, einfach so. Useless. Scheißegal. Hauptsache, es ist was da. Und hier, wo noch so ein bisschen leer ist, gehen wir mal. Oh. Item-Modus. Was auch immer ein Item-Modus ist, kenne ich noch nicht. Aber werden wir herausfinden. Hier pflanzen wir jetzt auch so ein bisschen einen Dreckhügel hin. Einfach useless Dreckhügel. So, na. Also damit muss ich jetzt einen Hügel bauen. Das ist ein bisschen zweigeteilt jetzt. Früher im alten TM gab es nur ein Dreckhügelfunktion und damit konnte man dann auch Berge bauen. Hier sind es jetzt zwei geworden. Dann, wo waren die Palmen? Hier waren die Palmen. Da pflanzen wir jetzt Weihnachtsbäumchen drauf.
Useless Weihnachtsbäumchen. Ne? Und mitten rein, ja, sind wir sogar synchron. So. Paar Bambus. Nee, nix Bambus. Kaktus. So, das wollte ich sagen. Hier haben wir dann die Kaktuskurve noch, wenn wir schon mit Kaktus dabei sind. Stachelkurve hier. So. Da fehlt noch einer. Und da mitten rein machen wir jetzt noch ein kleines Planschbecken. So muss man. Ja, das war schon wieder eins zu viel. Ach, verdammt. So. Genau, da können wir auch noch eins hier machen. Da können wir auch noch eins. Ups, da können wir so verbinden. Okay. So, das ist eigentlich jetzt die Map. Mehr möchte ich die jetzt auch gar nicht modifizieren und verschönern und so. Und, nein, ups. Ich möchte doch diesen Modus, der. Genau. Nun müssen wir eigentlich nur noch das ganze Ding freifahren. Hier oben haben wir keine Eigenschaften, alles klar. Okay, wir haben hier bei Erweiterungen noch Map-Typ festlegen. Nö, brauchen wir jetzt nicht. Map-Ziele festlegen. Achso, das sind nur die Zeiten. Schnappschusskamera bearbeiten. Das wäre jetzt gut. Und ich finde das auch extrem geil, dass sie das gefixt haben, dass man im Schnappschusskamera bearbeiten zumindest jetzt auch wieder rumfliegen kann. Das ging im alten TM nicht. So, machen wir einen kleinen Screenshot davon. Der wird uns nach einem Menü angezeigt. Dann wissen wir auch immer ganz genau, wer sie gemacht hat. Und bei Kommentar tragen wir jetzt noch ein gebaut im Let's Play. Ups. Play von Early Zockt. So, da wisst ihr immer, dass ich die Map hier für euch gebaut habe. Schatten brauchen wir jetzt nicht berechnen. Es dauert jetzt eine Weile. Okay. Passwort legen wir später noch eins an. Was ist denn das? Plugin-Modus. Plugins. Oh, wir haben einen Plugin-Modus. Für was auch immer der gut ist. Keine Ahnung. Egal, geh wieder weg. Niemand mag dich. Jetzt. So, nun muss ich jetzt das Ding freigeben. Dazu fahre ich das hier jetzt einmal frei. Und dazu muss ich jetzt hier mal kurz umsteigen und zwar auf mein Pad. Denn das mit Pad fahren ist eindeutig angenehmer. So, wir haben unsere Anfangskurve hier. Dann kam der Loop. Hier haben wir die Kaktuskurve. So, einmal schön rum. Dann haben wir hier noch den Loop. Dann kommen wir hier auf unsere vierjährigen Blöckchen mit den useless Dingern, die wir hier so verbaut haben. Dann haben wir hier einen Jump gehabt. Das war nicht gut gelöst jetzt momentan von mir hier mit dem fahrerischen Können. Und dann sind wir auch schon abgeschmiert. So, noch einmal, weil die freie Fahrzeit sollte ja bisschen gut sein, ne? Weil die wird auch dann später auf den Servern angezeigt. Wenn man dann nach rechts oben guckt, dann steht ja immer da, wer es gebaut hat, wie die Map eben heißt und eben die Zeit, die da dann steht, die ist eben diese Freifahrtzeit. Für alle, die es noch nicht wissen. Und deshalb sollte die auch etwas gut sein. Zum anderen bezieht auch TMX sich meistens auf die Zeiten beim Sortieren, wenn man da Maps sucht. Deswegen ist es immer cool, wenn man da was Richtiges angibt und auch richtig gut fährt. So, das sieht doch echt geschmeidig aus zum Schluss hin. Und die Zeit versuchen wir jetzt nochmal zu verbessern. Einmal geben wir uns noch die Chance dazu.
Und falls wir die jetzt doch auch verkacken sollten, haben wir immer noch die bessere Zeit zwar da, aber was soll's. Ach, scheiße. Nochmal. Ist jetzt keine Weltzeit hier. Aber was soll's. Zumindest habe ich nachher eine kleine Überraschung noch für euch. Für alle, die jetzt denken, ich will die Map fahren. So, 36 sind wir schon im Vorsprung. 57 jetzt. Ah, ich wollte doch nicht jumpen. 85, oh. Und ich dachte schon, durch den Jump da ist mein Ghost gleich wieder neben mir. So, hübsch gelandet, ab ins Ziel. Oh, Zieleinlauf war etwas langsamer, aber okay. Gut, belassen wir die Zeit. Validierung abschließen. Jetzt haben wir hier unten auch ein grünes Fähnchen. Den Media Tracker möchte ich jetzt nicht anpassen. Die Map ist ja relativ einfach genug. Ein GPS müssen wir jetzt keins bauen. Drücken wir hier auf Speichern. Schnell. Ja, jetzt wird der Schatten berechnet. Für alle die, die jetzt hier keine Let's Play machen, die sollten auf jeden Fall den Schatten auf hoch berechnen lassen. Das ist gut auch für die Online-Maps nachher, da dort alle Rechner das nicht mehr berechnen müssen. Und sie läuft einfach geschmeidiger und sieht schöner aus. So, es dauert eben je nach PC-Auslastung und Leistung an sich einen kleinen Moment. Aber hier scheint es ja gleich getan worden zu sein. Na? Komprimierung und Speichern, das hört sich ja schon mal irgendwie komisch an. Aber nun gut. Genau, so, das haben wir. So, überschreiben. Und jetzt schauen wir mal. Einladungssequenz haben wir nicht, das brauchen wir nicht. Sequenz wiederholen brauchen wir auch nicht. Eigene Musik, die habe ich auf dem Server. Custom Mod Night, naja. Passwort geschützt, das machen wir jetzt gleich nachher noch. Und Schatten von hoher Qualität berechnen, haben wir jetzt halt noch nicht. Okay, aber das war's jetzt. Und nun haben wir unsere Map fertig und die können wir jetzt fahren, indem wir jetzt hier zurückgehen. Lokales Spiel, einzelne Map und dann haben wir sie hier. Wunderbar, ne? Wenn ich jetzt auf Spielen gehe, können wir sie zocken. Aber wie gesagt, ich habe eine Überraschung für euch. Und zwar lade ich diese Map auf meinen Server hoch. Und dort könnt ihr die dann spielen. Zu finden, wie wohl gedacht, unter dem Namen dann Speedfun04. Und könnt ihr euch dann einfach in die Jukebox tun und zocken. Finden könnt ihr den Server hier online spielen. Dann hier wieder auf einen coolen Browser gehen. Alle Germany, Baden-Württemberg, Karlsruhe. Und da ist er hier. Game Mania Mixed Maps. Von 0 bis 70.000 Letterpoints. Ist das cool. Aber jetzt gehen wir hier wieder zurück. Und ja, zocken nochmal eine Runde, oder? Oder möchtet ihr nochmal irgendwie so ein paar gammelige Maps bauen? Ja, kein Ding. Ich kann auch Maps bauen. Schreibt es einfach mal unten in die Videokommentare dazu, ob ihr noch ein paar Maps mehr möchtet oder ob es irgendwas anderes sein soll oder ob wir zocken sollen. Wenn ihr einen eigenen Server habt, schreibt es auch mal unten drunter. Können wir gerne mal besuchen kommen. Und ja, lasst euch einfach mal was einfallen.